Lord Eckes Epilog. Ich wachte mitten in einer großen Halle wieder auf. Das Letzte, an was ich mich erinnerte, war, dass wir es nicht geschafft hatten, Günther mit Hilfe der Höhle der Regenbogenkristalle zurückzuholen und mich die dunkle Macht in meinem Frust aus dem Hintergrund überrumpeln konnte. Und nun war ich hier, inmitten eines riesigen Saals und sah verschiedene Pokémon vor mir stehen. Es waren Hydropi, Latias, ein Pokémon, das Latias sehr ähnlich sah, welches aber ich zuvor nie gesehen hatte, und Günther. Was ist hier los, Günther? Was machst du hier? Nun schien sie mich bemerkt zu haben, sahen zu mir und ich erkannte an ihren Gesichtern, dass sie trauerten. Günther versuchte aber, sich zu fangen. Lord Ecke, du bist wieder wach. Lass uns diesen verfluchten Ort verlassen. Auf dem Weg werde ich dir alles erzählen. Wir machten uns auf den Weg, heraus aus einer riesigen Festung, in der wir uns befanden. Währenddessen ließ Günther das vergangene Abenteuer Revue passieren, zusammen mit allen anderen. Also, wir haben heute exakt ein Jahr nach meiner Ankunft in Silberdorf. Am Ende unseres Abenteuers hattet ihr es nicht geschafft, mich in eure Welt zurückzuholen, und die dunkle Macht übernahm die Kontrolle über dich. Es gab niemanden, der diese Macht noch aufhalten konnte. Es herrschte Apokalypse. Es gibt nur noch ein paar hundert überlebende Pokémon. Und als die dunkle Macht aufstieg, gab es nur 5 Pokémon, die ihrer Herrschaft nicht gehorchen wollten. Floink, Bisasam, Hydropi, Latias und Necrozma. Als sie nach beinahe 300 Tagen einen seltsamen Splitter fanden, war die Hoffnung wieder am Leben. Dieser Splitter war ein Splitter meiner Seele. Einer von 7, die im höchsten Notfall in dieser Welt erscheinen würden. Deswegen machten sie sich auf die Reise. Latias übernahm. Doch trotz des Splitters waren wir alle sehr hoffnungslos und wussten nicht, wie wir die dunkle Macht bekämpfen könnten. Nur einer von uns konnte dem Rest noch Mut zusprechen. Floink. Wir reisten gemeinsam nach Schatzstadt, doch dort wurden wir bereits von der dunklen Macht erwartet. Sie stürzte uns in den Ozean, doch wir alle wachten in seltsamen Höhlen auf, die sich im Seelenwald befinden. Jeder von uns sah hierbei etwas aus seiner Vergangenheit. Necrozma sah den Tag, an dem er ein Monster schuf. Ich die Zeit, in der ich neben meinem Ruf und meiner Ehre auch meinen Bruder verlor. Hydropi sah seine Vergangenheit, wie er seine Eltern, als er noch klein war, bei dem Brand meiner Gilde verlor und von dort an mit 2 Freunden seiner Eltern lebte, die später Bisasams Eltern wurden. Dieser erinnerte sich an den Tag, an dem Floink ihn vor dem Monster, das Necrozma erschaffen hatte, rettete und sie sich kennenlernen. Und Floink, dazu später mehr. Als wir alle unsere Vision hatten, stellten sich uns Feinde in den Weg, die etwas mit dieser Vision zu tun hatten. Necrozma bekämpfte sein Monster, Latias, ihren von der dunklen Macht wiederbelebten Bruder. Das wäre dann wohl ich. Mein Name ist Latios. Freut mich, dich endlich einmal unter normalen Umständen zu treffen, Lord Ecke. Ich wurde von der Verzweiflung besessen und Bisasam musste mich zur Besinnung bringen. Nur Floink begegnete Darkrai, der aber keinen Kampf wollte. Für unsere Siege bekamen wir jeder einen Splitter von Günthers Seele. Somit hatten wir Geduld, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit, Ausdauer und Mut zusammen. Es fehlte nur die Determination. Wir trafen uns schließlich im Zentrum des Seelenwaldes wieder. An dieser Stelle entschieden wir uns, dass wir den Versuch wagen mussten, Günther ohne Determination herbeizurufen. Doch als Bisasam den letzten Splitter einsetzen wollte, zeigte sich der Verräter in unseren Reihen. Necrozma hatte sich der dunklen Macht angeschlossen und nahm Bisasam nun als Treuebeweis das Leben. Necrozma hatte sich entschieden, nach dem Gesetz des Stärkeren zu leben und war sich sicher, dass wir keine Chance haben würden. Denn neben dir und ihrer Macht hatte sie nun ein eigenes reines Element beschworen. Doch als Reaktion auf den Verlust von Bisasam reagierte etwas in Floink und er beschwor die Determination. Mit dieser konnten wir Günther zurückholen, dem nun der Staub des ersten, zerstörten reinen Elements innewohnte. Wir zogen uns fürs Erste zurück, um Günther alles zu erklären und da vor allem Floink eine Pause mehr als nötig hatte.
Also erklärten sie mir alles und anschließend erzählte Latios uns die Legende der dunklen Welt, unserer einzigen Hoffnung. In der dunklen Welt gab es nämlich auch Prüfungen, doch diese beschworen eine dunkle Macht und kein reines Element. Und diese Welt hatte auch einen Auserwählten, Floink. Das Portal zu dieser Welt liegt auf dem Grund des Spiegelsees, deswegen mussten wir nach Silberdorf reisen, wo ja auch die dunkle Macht diese Festung hier errichtet hatte. Wir versuchten die Sorok abzulenken und hatten Erfolg. Wir schafften es, den Hügel zu erreichen und sprangen in die Tiefen. Aber Floink machte einen Fehler und zögerte. Somit hatte er nicht genug Anlauf und erreichte das Portal nicht. Ohne eine dunkle Macht wären auch wir nie aus der dunklen Welt zurückgekehrt. Aber sie haben Floink gefunden und aus irgendeinem Grund am Leben gelassen. Er wurde in den Kerker der dunklen Macht gesperrt. Dort traf er ein ihm ebenfalls bekanntes Wesen wieder. Das mutierte Sorok, das Monster, das Necrozma erschaffen hatte. Da Necrozma nun die rechte Hand der dunklen Macht war, wurde es weggesperrt. Doch es und Floink freundeten sich an und zusammen schafften sie es zu fliehen. Doch als sie wieder zu zweit auf dem Hügel in Silberdorf standen und Floink sich in die dunkle Welt aufmachen wollte, stellte sich Necrozma erneut in den Weg. Er hatte ihre Flucht bemerkt und sah sie als gute Chance, beide loszuwerden, was die dunkle Macht aus irgendeinem Grund nicht wollte. Dort lernte Floink zum ersten Mal die Macht, die Necrozma zusammen mit der Kraft, die ihm die dunkle Macht gab, hatte, kennen. Er konnte sich nun, wo er wollte, in einen legendären Drachen aus alten Prophezeiungen verwandeln, den finsteren Gott des Zwielichtes, Ultra Necrozma. Da sie keine Chance hatten, diese Macht zu besiegen, opferte sich Floinks neuer Freund, anscheinend, und verhalf Floink, die dunkle Welt zu erreichen, wo er wieder zu uns stieß. Aber auf der gesamten Reise bemerkten wir, dass die Ereignisse der letzten Tage sehr an ihm zehrten und nun sollte er derart schwere Prüfungen bestreiten. Deswegen besprachen wir uns, als Floink eingeschlafen war. Aber durch einen unglücklichen Zufall wachte Floink auf und belauschte uns, gerade als wir besprachen, dass er die Prüfung nicht bestreiten dürfte und dass es im Notfall einen Unfall geben würde. Damit planten wir, Floink in der Tohaido-Klippe einzusperren, der die Prüfung nie freiwillig nicht bestritten hätte. Aber nun dachte Floink, wir wären auf die Seite der dunklen Macht übergesprungen und floh Hals über Kopf. Er brach auf, um die Prüfung zu bestreiten, trotz dass er alleine war. Tatsächlich schaffte er es, das Void von Ivelta zu überstehen, Giratina in seiner Zerrwelt zu besiegen und die letzte Prüfung zu erreichen. Darkreis-Prüfung. Durch Floinks Anwesenheit wusste Darkrai, dass er ihm dieses Mal den Splitter nicht einfach übergeben konnte. Er behauptete verrückte Dinge und legte ihm sein ganzes geisteskrankes Weltbild dar. Doch trotz der Macht seines Gegners schaffte Floink auch diese Aufgabe. Und dann stellten sich ihm die Wächter der Splitter zu dritt in den Weg. Im Kampf gegen sie nutzte Floink all seine Macht und zeigte somit seine Wahrheit, die er selber nicht kannte, weshalb er verschont wurde. Als er nun alle Splitter hatte, traf er auf mich. Wir hatten uns aufgemacht, ihn zu suchen, und da wir uns seine Motive nicht erklären konnten, waren wir uns sicher, Floink hatte uns verraten, als ich die Aura der Dunkelheit spürte. Durch seine Verletzung aus den vorherigen Kämpfen verlor er die Schlacht, und ich verstand aus seiner Erklärung im letzten Moment, was geschehen war. Als er wieder wach wurde, erklärten wir ihm alles. Er erholte sich und erzählte uns seine Abenteuer der Prüfung. Als es ihm schließlich wieder gut ging, wollten wir zurück nach Silberdorf aufbrechen und die dunkle Macht herausfordern. Doch bevor wir das Portal öffnen konnten, hatte sie uns bereits gefunden. Sie zerstörte Floinks dunkle Macht und setzte uns alle fest. Mit seinem letzten bisschen Kraft schaffte Latios es jedoch, Floink nach Schatzstadt in der dunklen Welt zu bringen, sodass er noch eine Chance hatte. Auf dem Berg der Wahrheit erfuhr er schließlich alles über seine verlorene Vergangenheit und somit zurück seiner Vision, an der Stelle, an der wir unsere Vergangenheit gesehen hatten. Er hatte Parallelform von uns allen, die ursprünglich in der dunklen Welt wohnten, getroffen, die versuchten, ihn mit einem Ritual zu vernichten. Doch anstatt ihn zu töten, entstand Floink selber und kam in unsere Welt. Er erfuhr, dass er nichts anderes als die zweite Hälfte der dunklen Macht war, der dunkle Rächer. Und nun, mit seiner Erinnerung, konnte er diese Kraft erwecken.
reiste in die Festung, um die dunkle Macht zum Finale herauszufordern. Doch zuvor stellte sich ihm Necrozma in den Weg, der nun nicht mehr derart übermächtig war, dass Floin keine Chance hatte. Nach einiger Zeit dachte Necrozma an seine rechtes stärkeren Politik und machte Floin ein Angebot, mit uns und dem Zoroark, die gefangen waren, als Lockmittel. Necrozma erwartete nichts Böses, doch er unterschätzte, dass er dem dunklen Rächer seinen besten Freund genommen hatte. Doch bevor auch Necrozma starb, erzählte uns er uns die Motive für sein Verhalten. Er war einst gut mit Darkrai befreundet gewesen, doch ein finsterer Blitz machte Darkrai zu dem, was er nun ist. Wir selber wissen nicht, was genau er damit meint, also fragt bitte gar nicht nach. Darkrai selber erschien ebenfalls noch zu Necrozmas Ende, bevor unsere finale Schlacht anstand. Wir gingen alle zusammen in den Thronsaal, in dem du gerade aufgewacht bist. Dort hatte die dunkle Macht, die von ihrer zweiten Seite schon ewig wusste, bereits erwartet. Sie wusste, wenn sie Floink besiegen würde, könnte sie seine Macht aufnehmen und würde somit zur reinen Finsternis werden. Also kämpften wir darum, nicht nur diese Welt, sondern alle zu retten. Und dich mit ihr. Wir konnten tatsächlich sehr gut mithalten, natürlich vor allem durch Floink. Doch als die dunkle Macht das auch merkte, änderte sie ihre Taktik. Sie gab deinen Körper frei und vereinte sich als Essenz mit dem reinen Element. Wir konnten sie nicht mehr besiegen, doch Floink konnte sie verlangsamen. Und so erzählte er uns von unserer einzigen Siegeschance, einem seit langem vergessenen und noch nie gelungenen Ritual, dem Ausgleichsritual. Es war dasselbe Ritual wie das, das die dunkle Macht gespalten hatte. Die einzige Chance, das Ritual mit Erfolg durchführen zu können, war es, die Mächte der drei Elemente, also Raum, Zeit und Traum, und der beiden Essenzen, also Licht und Finsternis, zu vereinen. Wir waren jedoch zu wenige. Genauer gesagt, deckten wir zu wenige Elemente ab. Uns fehlte das Element des Traumes. Diese Grundelemente, Raumzeit und Traum, stecken nämlich auch in den Pokémon. Jeder hat etwas von allen, aber von einem immer mehr. Wir hatten Latias und Latios als Pokémon des Raumes, Hydropie als Pokémon der Zeit und Floink und mich für Licht und Dunkelheit. Aber als wir es trotzdem versuchten, erschien der Geist von Bisasam in unseren Reihen. Bisasam war ein Pokémon des Traumes. Er half uns, das Ritual zu vollenden und verschwand dann wieder. Die dunkle Macht und ihr reines Element verschwanden im Nichts und werden hoffentlich nie wieder gesehen werden. Wir hatten den Kampf gewonnen, aber es sollte nicht so ein positives Ende geben. Ich erwartete, dass Günther weiterredete, doch er wurde unterbrochen. Von einem beinahe durchsichtigen Pokémon, das in unserer Mitte erschien. Nein, das war falsch. Es waren zwei. Wir alle starrten die beiden nur an, als sie begannen, den Rest der Geschichte zu erzählen. Die dunkle Macht war verschwunden und die Essenzen hatten sich durch das Ritual aufgelöst. Alle waren froh über den Sieg. Ich war es zwar auch, doch trotzdem wusste ich, es war noch nicht ganz vorbei. Als alle gucken gingen, wie es dir ging, leuchtete die Welt um mich herum rot auf. Die dunkle Macht war vernichtet und ich war nichts anderes als ein Teil von ihr. Die Zeit war auch für mich gekommen zu gehen. Ich habe es verdient. Alles in allem bin ich nun mal der Schuldige für alles, was geschehen ist. Aber es ist nicht alles schlimm, das während dieser Reise geschehen ist. Zwar mussten viele Pokémon diese Welt verlassen, doch auch wir. Doch letztendlich ist es das Wichtigste, dass es Überlebende gibt. Wir haben die Welt der Pokémon gerettet und auch wenn es schmerzt, von dieser Welt Abschied zu nehmen, sind wir beide nun auch wieder vereint, so wie wir es schon immer waren. Nun, wo diese Welt gerettet ist, gibt es keinen Grund mehr, ohne Körper und wahre Möglichkeiten hier zu verweilen. Wir werden nun gehen. Eines Tages, in hoffentlich sehr ferner Zukunft, werden wir uns wiedersehen. Bis dahin, lebt wohl. Ich weiß, ihr werdet unsere Opfer nicht umsonst sein lassen. Nun sprach auch endlich wieder jemand aus unseren noch lebendigen Reihen. Günther trat zu den beiden. Floink, Bisasam,
bevor sich unsere Wege trennen, möchte ich mich ein letztes Mal bei euch bedanken. Wir haben euch beiden so viel zu verdanken, ob als Krieger oder als Freunde. Ihr seid die wahren Helden dieser Geschichte. Wir werden dafür sorgen, dass man sich an alles erinnert, was geschehen ist. Lebt wohl. Doch auch wenn Günther uns allen schon aus dem Herzen gesprochen hatte, wollte keiner die beiden gehen lassen, ohne sich selbst noch einmal bei ihnen zu bedanken. Floink, Bisasam, mein Bruder. Ich kenne euch beide schon so lange und ich weiß, es wird schwer und ungewohnt, ohne euch weiterzumachen. Aber ich werde nicht aufgeben und eines Tages werden wir alle wieder vereint sein. Nun, das meiste habe ich dir schon gesagt, als du uns in der Festung verlassen hast, Floink. Bisasam, dir kann ich leider nicht viel sagen. Dazu kannte ich dich viel zu kurz. Aber ich weiß, egal wie lang oder kurz, ihr beide seid wahre Helden. Die Welt braucht Pokémon wie euch. Es ist jetzt also endgültig sich an der Zeit, sich noch einmal zu verabschieden. Ich bedauere, dass wir uns nicht gerade als Freunde kennenlernen konnten. Aber ich bin froh, dass sich unsere Wege nun als solche trennen und nicht als Feinde. Nun hatten sie alle etwas gesagt, außer mir. Doch ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte dieses gesamte Abenteuer nur gerade eben in Kurzfassung mitbekommen und dabei noch nicht wirklich realisiert, dass die beiden nun für immer verschwanden. Aber ich wusste, ich musste und vor allem wollte den beiden auch noch etwas sagen. Ich habe von diesem Abenteuer leider nicht wirklich viel mitbekommen. Aber natürlich möchte ich euch trotzdem auch noch danken. Seit ich in Silberdorf angekommen bin, vor inzwischen bestimmt über 4 Jahren, wenn nicht 5, standet ihr mir immer zur Seite. Ihr habt mir wieder auf die Beine geholfen, selbst in der schwersten Zeit meines Lebens. Als ich ein Diener der Finsternis und in Zweifel und Frustration gehüllt war. Und als ob es nicht genug damit wäre, dass ihr mich all die Zeit begleitet habt. Nun habt ihr alle Welten gerettet. Eigentlich bin ich schuld an der Zerstörung und eurem Tod. Nur weil ich einen Moment unaufmerksam war, habe ich all dies eingeleitet. Ich habe jetzt nicht mehr ansatzweise genug Zeit und genug Worte, um euch ausreichend zu danken. Wir alle werden euch vermissen. Es war nun also soweit. Floink und Bisasam schwanden zusammen dahin, in Richtung der Sonne. Auch wenn es von außen nicht den Anschein hatte, dieses Ende war eines der glücklichsten, die dieses Abenteuer hätte nehmen können. Endlich waren die beiden wieder vereint. Wir kamen nun auf dem großen Platz in Silberdorf vor dem Eingang der Festung an. Doch das Erste, was uns dort auffiel, war, etwas stimmte nicht. Der Himmel war nicht wieder blau und die Sonne schien. Alles war von roten Wolken bedeckt. Zudem regnete es, doch dieser Regen war nicht normal. Er war blutrot. Ich dachte nach, was geschehen sein könnte. Da schien etwas mit Günther zu geschehen. Er fiel auf den Boden, wie als hätte jemand ihn geschubst. Sein Körper war voller Schlamm, aber er stand einfach nicht auf. Günther, ist alles in Ordnung? Anstatt einer normalen Antwort gab er seltsame Geräusche von sich. Mir fiel eine Sache ein, die mir über das Vergangene erzählt wurde. Und ich bekam eine Gänsehaut. Sag mal, Latios, was sagtest du? Wie wurde die Determination erschaffen? Warum, Lord Ecke? Du siehst so blass aus. Ist alles okay? Bitte, Latios, wie ist sie entstanden? Die Determination hat sich aus Floinks Emotionen gebildet. Kurz nachdem Nekros und Bisasam umgebracht hatte, dann... Mir stockte der Atem. Ich sah Günther zu, der langsam aufstand. Rennt! Schnell weg von hier! In ihrem Abenteuer begingen meine Freunde den wohl größten Fehler aller Zeiten. Es gibt 2 Essenzen, die Licht und die Dunkelheit. Doch es gibt eine Schöpfung, die nur von den beiden zusammen kontrolliert werden kann. Eine Macht, die mit einer Handbewegung Welten zerbersten lassen kann. Eine Macht, die nicht auf Herrschaft aus ist,
sondern auf seelenlose Vernichtung. Meine Freunde hatten, ohne es zu wissen, die Essenz des Hasses geschaffen, die Determination. Und nun, wo Licht und Finsternis verbannt waren, konnte diese Macht, die nun zu Günthers Seele gehörte, ihre Kräfte entfalten, ungebannt. Wir versuchten noch, sie zu stoppen, doch es war zu spät. Während ich das hier schreibe, befinde ich mich versteckt in einer Grotte, einsam. Alle anderen sind tot. Und dieser Text wird nie meinen Besitz verlassen. Die Determination hat ihr Ziel erreicht. Floink, Bisasam, wir haben euch enttäuscht. Es tut mir leid, doch diese sind die letzten Zeilen vor dem Ende der Welt der Pokémon.